So. Komm. Ab. Zurück zu Andrasta. Haben die... Ich meine, das sieht so aus, als wenn die für jede... für jedes Gebiet unterschiedliche Filter genommen haben. Also so Lookup-Tables oder sowas. Und die dynamisch wechseln. Denn das ist ja jetzt ziemlich extrem... arm an... Farben. Während, wenn wir jetzt hier weitergehen, ja, die habe ich ja getötet. Ja, ich muss in die andere Richtung. Während an der Wassermühle extrem helle Farben da waren. Und freundlich. Und so. Aber jetzt sind hier auch keine wirklich schönen Farben da. Geistertuch. Schick, schick. Gut. Speichern. Ab zu Andrasta. Kann ich mir hier die Tour nehmen? Ja. Cool. Ah. Und cool. Es wiegt ja noch ziemlich viel hier. Und die will ich eigentlich nicht wegwerfen, aber das Ding kann ich wegwerfen. Und hier habe ich auch etwas, was ganz schön was wiegt. Aber das will ich alles verkaufen, das bringt Geld. Eigentlich sieht man sofort, dass man hier... wenn das ein Feind ist, weil man sich alles nehmen kann. Na, wenn das nicht meine neue Freundin ist. Und? Fündig geworden? Oh, welch drastischer Vorwurf. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Der verschollene König aus Althinter-Aranat? Oder doch nur ein Zug Friedenskraut zu viel? Spar dir die Sprüche. Sie weiß alles. Macht einfach kurzen Prozess mit ihr. Na schön. Ich schätze, weiter um den heißen Brei herumzureden, macht wirklich keinen Sinn mehr. Also, wie soll ich es formulieren? Unser arasialischer Freund dort im Gemälde hat recht. Ich habe diese Schnösel aus der Oberstadt auf dem Gewissen. Und wisst ihr was? Ich fühle keine Reue. Jeder einzelne dieser Bastarde hat es verdient zu sterben. Okay. Glaubt ihr, ich habe diesen Ort aus Zufall für meine Werkstatt gewählt?
Er ist der Beweis dafür, wie verdorben dieses Land doch wirklich ist. Tausende von Frauen und Männern abgeschlachtet, weil sie einer Frau folgten, die es wagte zu sagen, dass diese ach so heilige Gesellschaft nichts als eine Lüge ist. Der Pfad, Wegestreue, es sind nichts als geistige Fesseln, damit die Armen arm und die Reichen reich bleiben. Wer sind wir, um unser Schicksal anzuzweifeln? Nur Malphas allein weiß, wofür wir berufen sind. Merkt ihr etwas? Das ist Tyrannen-Inal. Für friss Scheiße oder stirb. Balrak, was soll der Mist? Bring sie einfach um! Habt ihr auch nur den blassen Schimmer, wie viele Menschen dieses Weib auf dem Gewissen hat? Sagt der Hexenjäger aus Arazeal. Wart ihr auch dabei bei der Reinigung, frage ich mich? 8212. Wie viele Nomadenkinder habt ihr getötet, nur weil sie die Dreistheit besaßen, die Götter ihrer Ahnen und nicht die Lichtgeborenen anzubeten und darüber hinaus noch über magische Gaben verfügten? Ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Ihr tötet sie einfach, verdammte Scheiße! Tötet! Besser so. Böse. Nein. Ich weiß, dass ein paar tote Halsabschneider in seinen Gewändern nichts auf Dauer ändern werden. Aber es ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für die armen Seelen, die Tag ein, Tag aus in der Pechgrube vor die Hunde gehen. Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur zwei Arten, das hier zu beenden. Nummer eins, ihr gebt mir das Gemälde, ich finde eine endgültige Lösung dafür und wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nein. Nummer zwei, ihr macht einen Fehler und werdet sterben. Wie ihr wollt. Jetzt bin ich schon wieder. Komm hoch. Treffer! Wow! Hey! Hallo, Runendolch, Silberring. Geil, aber Erhabenen gemein. Ein Runenschwert kann ich wegwerfen. Puh. Und das war es. Gut, hört her. Ja, wir... Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich werde bis zum Ende aller Tage damit leben müssen. Was mitunter auch einer der Gründe ist, warum wir Arazeal verlassen haben. Aber was auch immer wir getan haben, diese kranke Hexe ist schlimmer gewesen. Bei weitem. Was nun? Tja, keine Ahnung. Ich schätze, mein Auftrag ist erfüllt.
Vermutlich ja. Wobei, hier, mehr habe ich gerade nicht bei mir, aber ich schätze, das bin ich euch schuldig. Naja, ich muss meine Gedanken ordnen. Liv hat ein Begräbnis verdient und dann, wir werden sehen. 200 Groschen. Ah. Hallo, das ist Feuerball. Feine Stiefel ruhen durch. Ah, okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann mal wieder nach Ark. Oder eher gesagt, wir teleportieren uns. Ich habe doch noch, glaube ich, eine Teleportrolle für den Sonnentempel. Dann muss ich nicht so weit laufen. Ja. Zack. Magie, Objekte, Rolle. Ah, Feuerball. Teleport nach Ark. Zack. Teleportrollen sind schon witzig. Skyrim funktioniert nicht mehr. Wunderschön. Wir sind gleich wieder da. So. Da sind wir wieder. Und Skyrim funktioniert wieder, zum Glück. Was auch immer es immer tut, dass es nicht mehr funktioniert. Ah, Entschuldigung. Ja, nein. Ich wollte wieder in die Ego. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von... Heißt das jetzt, ich muss erstmal in den Sonnentempel, um zu schlafen. Und danach alles Mögliche zu... verkaufen. Obwohl, ich möchte eigentlich jetzt im Moment nicht viel verkaufen. Das mache ich nächstes Mal. Ich habe nämlich nur noch 8 Minuten oder sowas. Wo fehlt denn? Da waren die Quartiere, oder? Ja. Zack. Das Wunderkind. Wie schön. Ja, ich bin auch wunderschön. So, 10. Müsste passen. Passt, genau. So. Das Wunderkind. Ihr habt euch dem Elementarismus verschrieben, nicht wahr? Ja, und dem in der Entropie. Was? Ich finde irgendwie... Es hat keinen wirklichen Malus. Naja. Ich sage auf jeden Fall jetzt bis zum nächsten das Mal. Das Wunderkind. Haut rein. Wie schön.